Hallo und herzlich willkommen bei meinem Let's Play. Ich bin Zocker Martin, also Lars und Zocken. Schön, dass du da bist. Also gut, lass uns den letzten Diamanten holen. Ich habe keine Ahnung wie. Aber das kriegen wir schon hin. Eine Peitsche wäre natürlich jetzt nicht schlecht, ne? Da oben komme ich nicht hin. Ich weiß, und klettern kannst du auch nicht. Mäßigstangen. Werfen? Ja, wenn ich ein menschlicher Bogen wäre, bin ich aber leider nicht. Mhm. Was ist, wenn du... Da fehlt noch ein ganzes Stück. Was ist, wenn du das mir einen Hinweis geben wolltest? Aber... Wie soll ich hier einen Bogen machen? Meine Pfeile hätte ich ja. Aber ich brauche eine Schnur. Und wofür eigentlich das Wasser? Der Schnee ist geschmolzen. Polierte Bürste, Kleidung, der Rucksack, ein Unterhemd und lange Unterhosen. Der Stoff fühlt sich künstlich an, vermutlich Nylon. Moment, aber ich hab... Okay, ich weiß was. Wir müssen einen Diamanten holen. Der hat doch ganz am Anfang gesagt, dass der Diamant, ist das eigentlich egal welcher, scharfe Kanten hat. Wo ich sagte, oh, danke für den Hinweis. Was wäre, wenn wir... Ein Diamant mit gelblicher Färbung. Oh, er sagt nicht, dass er scharf ist. Ja. Das dachte ich mir schon. Es muss der andere sein. Da war ich noch zu voreilig mit den Diamanten. Ein weißer Diamant. Ziemlich unscharf. Unscharf. Alle gute Dinge sind drei. Der blaue Diamant hat messerscharfe Kanten. Genau den brauchen wir. Wenn ich recht habe... Wirst du hier draus? Ich nicht meine Größe. Kann ich also ruhig zerschneiden. Und so fügt sich alles zusammen. Hä? Geht nicht? Moment. Müssen wir den Stock noch bearbeiten? Ein langer Stab aus Holz. Okay, der muss gebogen sein, aber... Polieren? Ein langer, reißfester Nylonfaden. Okay. Was fehlt mir? Testen wir mal. Was können wir damit... Das sollte den Stab etwas geschmeidiger machen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ah, okay. Also nach dem Motto, das Holz hat jetzt Wasser gesaugt. Der Stab fühlt sich feucht an. Gucken wir mal. Ah, das sieht gut aus. Auch ohne Spitzen und Federn sind die dünnen Putzstäbe ganz ordentliche Pfeile. Haha, perfekt. So. Wollen wir mal. Hallo? Na komm her, Wenden. Ja.
Ich sag euch. Boah! Ach, der will unbedingt von der anderen Seite oder was? Also diese kleinen Bugs in dem Spiel, ne? Das ist nicht so schön. Du willst mich jetzt doch verarschen. Ach, weißt du was? Ich mach das von hier aus. Na, geht doch. Einen Versuch ist es wert. Treffer. Treffer. Okay, was ist denn jetzt für einer? Der Diamant schimmert grün. Ehrlich? Sieht nicht danach aus. Grün. Na gut. Dann zurück zum Baum. Wir setzen die vier Diamanten ein und dann sehen wir, was passiert. So, die Sache ist die... Ich schätze, hier wird eine Reihenfolge wichtig. Okay, das sieht schon gut aus. Ich denke mal, er muss Verbindung haben zu den anderen Säulen plus die in den Boden mit der Stele. Das heißt, der hier ist falsch. Aber der hat nur Verbindung mit dieser Säule. Und das soll ja sowas wie ein Kreis sein, glaube ich. Dann versuchen wir mal mit dem. Nein, der ist auch falsch. Auch nicht. Vielleicht lege ich komplett falsch und legen wir mal den hier rein, mal schauen. Oder der Strahl muss einfach noch nach unten zeigen. Gucken wir mal. Okay, ich sehe schon hier die Problematik, okay? Da sind zu viele Strahlen auf diesen... Das heißt, warte mal. Nehmen wir den weg. So, den weißen packen wir... Na, warte mal. Wenn wir schon hier sind, dann nehmen wir den. Das bringt gar nichts. Okay, machen wir anders. Nehmen wir den. Der muss hier falsch sein. Weil der Strahl geht zu dem und der muss zu dieser Säule. Ne? Die Säule kommuniziert. Also die Säule meine ich. Die, genau, die kommuniziert hier und hier und nach unten. Also ich denke mal, alle. Jede Säule muss drei Strahlen haben. Fangen wir damit an. Na, da sieht doch gut aus. Zack, zack, zack. Jetzt kommt der hier. Der ist falsch. Ist aber auch falsch. Sieht gar nicht so schlecht aus, oder? Da, da, da und da.
Ja. Was ist das denn? In der Mitte steht Yggdrasil. An seinen Wurzeln speit eine Schlange irgendwas aus, das dann von oben auf den Baum regnet. Außerdem sind da noch Runen und dreieckige Symbole, deren Spitzen in verschiedene Richtungen zeigen. Ob ich damit die Heilkräfte Yggdrasils aktivieren kann? Okay. Das sind die Zeichen, die auf dem Stein sind, auf dem Boden. Ich schätze mal, das ist der Code, wie wir entlang gehen müssen. Aber die Pfeile sagt mir gar nichts. Ich mache so wie sonst immer. Martin macht ein Foto. Und dann sehen wir, ob uns das weiterbringt. So. Genau hier. So. Mal ein bisschen zoomen. Das erste Zeichen ist das hier. Dann nach P. Hier nach vorne. Dann wäre es der hier. F. B. Wo ist B? Hier, ne? B. Sowas wie S und hier. Was ist das? Ja, okay. Okay, verstehe. Dann habe ich die falschen B genommen, glaube ich. Wenn du da bist. Okay, nochmal. Dann hier. Da. Hier. Genau, nicht dieses F, sondern das F wahrscheinlich hier. Ich meine, ich weiß, dass es nicht F ist, aber ich sag's nur. 5. Dann B. Dann. Ah, perfekt. So muss das sein. Jawohl. Dann geh rein. Sakrament, jetzt wird's kompliziert. Und dabei läuft mir noch die Zeit davon. Ja, wo bist du? Hallo? Ach, das sind die Wölfe! Okay. Ach, du bist da! Ich hab dich gar nicht gesehen! Schalter. Wieder ein Rätsel. Machst du da was oder was? Hier geht's nicht. Okay. Ja, aber das Ding dreht sich nicht auf der rechten Seite. Das ist nie gut. Okay. Ich den betätigen, aber der geht nicht. Ah! Ja, alles klar, alles klar, alles klar. Verstehe. Okay, den nochmal betätigen. Na komm. So, wenn wir jetzt den betätigen, dann dreht sich das auch mit.
Problem ist, wie kommen wir da hin? Da führt kein Weg hin. Ja. Nur der Schalter hat nicht funktioniert. Der muss funktionieren. Ach, das ist kein Schalter. Warte mal. Er hat hier was rumgesäppt oder so, ne? So was verändert. Ah, so. Oh, nicht gut. Ja, jetzt müsste ich hier aber blockieren, aber es geht leider nicht. Okay. Jetzt drücken wir den. Nein! Ach. Nee, 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 Martin. Das sollte ich nochmal drehen. So. Okay, jetzt hier. Problem ist, nicht doch, das wollte ich nicht. So, so dreht er sich ganz alleine. Okay, also ganz alleine. Nur die linke Ton. Jetzt müssten sich beide bewegen. In der Mitte und der linke, oder? Ja. Ja. Alles klar. Drei Kombinationen, was ich hier machen kann. Entweder der linke bewegt sich, der linke Mitte oder alle drei. So. Jetzt bewegen sich alle drei. Das Problem ist, soll ich das hier drücken? Ja klar. Dreht sich rückwärts. Ich wusste gar nicht, dass das so geht. Jetzt müsste sich nur der eine hier bewegen, richtig? Jetzt bewegen sich die beiden.
aber wenn ich den betätige, dann drehen sich trotzdem nur die beiden, ohne mich. Ne, der bewegt sich doch alleine. So, jetzt müsste sich der bewegen und der in der Mitte, richtig? Nö, alle drei. Der müsste einmal versetzt sein. Ich müsste damit einmal rückwärts fahren. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte es schon fast geschafft. Egal, nochmal weiter. Dann müssen wir noch eine Runde drehen. So, noch einmal. Hallo. Und das Äffchen drückt das Knöpfchen. So. Jetzt machen wir hier. Da müssen sich doch alle drei bewegen, oder? Hallo. Wenden. Na. Ach, shit. ja. Mhm. Okay. Wenn ich den jetzt bewege, der dreht sich hier rum, der geht da. Dann geht der nach unten, geht der nach rechts. Okay, das müsste funktionieren. Richtig? Und? Glückwunsch, Fenton. Du hast es geschafft. Hoffentlich müssen wir nicht zurück nochmal hier. Och nö. Schon wieder ein Rätsel? Okay. Knopf. Knopf. Was ist denn für eine Animation? Pupp, und das Wasser ist weg. Die Holzräder scheinen Teil einer gigantischen Maschine zu sein. Aber was macht diese Maschine? Das ist eine sehr gute Frage. Sich an, als würden hinter den Mauern gewaltige Mengen Dampf aufsteigen. Okay. Heißt das, wir haben es geschafft, oder? Gwen. Wie, wir haben es geschafft? Wirklich? Ja. Wasser des Lebens. Meiner treu. Es funktioniert. Das Wasser, das auf den Weltenbaum fällt,
sammelt sich im Brunnen. Auf seinem Weg nach unten über Äste und Blätter scheint es sich zu verändern. Es schimmert grünlich. Also ich weiß nicht, ob ich enttäuscht sein soll, dass das so schnell gelöst worden ist, oder froh sein, dass ich so viel Glück habe. Moment, wir haben doch Becher, oder? Da. Schnell zu gewinnen. Schnell, schnell, schneller. Hallo? Na? Machen wir es so lieber. Das geht schnell. Quinn, du musst das trinken. Dad? Perfekt, es wirkt. Wir schulden Ihnen was, Herr Paddock. Und darum werden wir zuerst Ihre Tochter töten. Halt! Warten Sie! Ihr soll das erspart bleiben, was uns unser Leben lang verfolgt hat. Zuschauen zu müssen, wie der eigene Vater kaltblütig erschossen wird. Nein! Oh! What? Er ist tot. Daddy! Ich muss zu Daddy! Ja! Wir müssen zu Daddy. Aber übrigens, ich habe das jetzt gesehen. Weil da dieser Hologramm war mit dem Baum. Darunter waren die Pfeile. Pfeil nach links, Pfeil nach unten, Pfeil nach rechts. Da war schon die Lösung. Was ist das hier? Hebel. Betätige Hebel. Okay. Länger kann ich die Schleuse nicht offen halten. Verstehen. Da führt kein Weg nach oben. Da führt kein Weg nach oben. Verstehe. Okay. Es steht still. Wo sind wir eigentlich? Kette, warte mal. Wohin damit? Ach so. Okay. Verschlossen. Verschlossen? Jetzt weiß ich, wohin die Kette. Verschlossen. Ja. Nimm die Kette, wohin bitte. Wohin damit? Ans Tor. Zumindest das ein Ende. Das andere an das Rad. Das Wasserrad. Wohin damit? Mal hier. Perfekt. Und jetzt betätigen wir den Hebel und sehen zu. Ich dachte schon. Ich dachte schon, dass das nicht funktioniert. Super. Da wollen wir mal. Wow. Halt, Sterbliche. Wer ist denn da? Wer spricht da? Dir ist Furchtbares widerfahren, Mensch. Trauer und Zorn liegen dunkel über deinen Gedanken. Bitte hilf mir, ich suche einen Weg nach oben. Was du wirklich suchst, kannst du dort aber nicht finden, Gwen. Woher kennst du meinen Namen? Wer bist du? Ich bin Trüm, der letzte Hüter dieses Ortes. Kannst du mir helfen? Rache zu üben? Nein. Sie haben meinen Vater erschossen! Ich muss sie aufhalten! Wer Vergeltung sucht, kann Böses nicht aufhalten. Aber was soll ich nur tun? Dein Schicksal scheint vorherbestimmt und elend. Aber erkennst du den rechten Weg, vermagst du es zu einem besseren zu wandeln. Was meinst du damit? Diese Frage musste sich auch der mächtige Odin stellen, als er dereinst über dieses Reich herrschte. Durch eine Hinterlist war sein geliebter Sohn Balder ums Leben gekommen. Und mit ihm verschwanden Licht und Glück aus Asgard. Die Götterdämmerung rückte näher. Odin kam an diesen Ort und bat um einen Schluck aus dem Brunnen des Schicksals. Er wollte die Verräter entlarven, die Schuld am Tod seines Sohnes waren.
Alles Sinnen und Trachten des Göttervaters zielte auf Vergeltung. Odins Krieg gegen die Mörder seines Sohnes bedeutete zugleich das Ende der Asen. Yggdrasil brannte nieder. Ragnarök. Als sein Blick über das schweifte, was vom einst so stolzen Asgard übrig geblieben war, musste Odin erkennen, dass er alles verloren hatte. Getrieben von Rachedurst und Mordgedanken war er vom rechten Weg abgekommen. Jetzt verstehe ich, was du mir sagen willst. Aber wie kann mir der Brunnen helfen, die Schwestern aufzuhalten? Es liegt ganz allein an dir, das herauszufinden. Du erlaubst mir also, aus ihm zu trinken? Das steht nicht in meiner Macht. Jeder ist selbst für sein Schicksal verantwortlich. Aber du musst dich als würdig erweisen. Nur derjenige darf vom Brunnen trinken, der Odins Sohn zuvor die letzte Ehre erwiesen hat. Baldas Grab liegt zu meiner Linken. Den Brunnen findest du zu meiner Rechten. Nichts ist festgeschrieben. Alles liegt in deinen Händen. Alles liegt in deinen Händen, Gwen. Wie es mit Gwen weitergeht, das sehen wir im nächsten Video. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, wie immer, habt einen schönen Tag.